Weil für F3 Bauern kann der schwarze König ja den weißen Bauern auf F8 noch gerade noch stoppen. Probieren wir also Bauer H4. Dann, was spielt dann auf den Schwarz? Er lässt seinen D-Bauer laufen, D5. Und was so schön sagt. Was spielt Weiß jetzt? Na, wenn er wieder vorlaufen würde, kommt der König nach C5. Wir spielen jetzt Bauer F7, wird gemerkt, weil wir wollen ja mit Schach umwandeln, falls Bauer D2 kommt. Deswegen König E7,